Wie auch die anderen sokratischen Schulen wenden sich ebenfalls die Kyrenaiker nur einem Aspekt der Lehre des Sokrates zu. Wie die Kyniker den Tugendbegriff und die Megariker den Einheitsbegriff in den Mittelpunkt stellen, so steht bei den Kyrenaikern die Lehre von der Glückseligkeit, auch Eudaimonie genannt, im Fokus. Das Kriterium des Kyrenaikers für das Glücklichsein, das Gutsein und damit für die Tugend ist das subjektive, individuelle Lustempfinden. Nach Lust streben die Kinder, wie auch schon die Tiere, und instinktiv vermeiden sie Unlust. Darum ist die Lust ein Gut an sich. Alle Einschränkungen der Lust sind gleich wertvoll. Die Einschränkungen des Lustprinzips ergeben sich meist aus der Natur der Dinge selbst. Dem Rausch folgt das Übelsein als körperliche Folge. Das übertriebene Luststreben kann zur Sucht führen und die egoistische Lustbefriedigung kann soziale Unlust hervorrufen. Es geht also stets darum, abzuwägen, zu kalkulieren. Auch ist mit Lust nicht nur Sinneslust, sondern auch geistige Lust gemeint. Durch geistige Bildung steigt die Genussfähigkeit. Die Lust ist mehr als bloße Schmerzfreiheit, meidet aber zu großes Begehren. Es geht darum, bedürfnislos und genussfähig in einem zu sein. Dieses Lebensideal wird von Aristipp mit den Worten beschrieben, Meister aller Dinge zu sein, nicht von den Dingen gemeistert. Die Erkenntnislehre der Kyrenaiker besagt, nur die Sinnesempfindungen sind zugänglich. Die tatsächliche Existenz der Außendinge aber ist unbeweisbar. Im Modell sind daher die Sinnesorgane als Kriterien dafür abgebildet, was innerhalb und außerhalb des Kreises der Tugend liegt. Die Affektionen sind das einzig Zugängliche und daher unabweisbar. Der Lustgewinn wird zur Maxime des Handelns. Uneigennütziges Handeln ist damit nicht ausgeschlossen. Nicht nur wegen der Gesetze, die mit einzukalkulieren sind, sondern auch direkt, weil altruistische Empfindungen ebenso Lust gewähren. Ein wichtiger Kyrenaiker war der 435 vor Christi geborene Aristipp. Er stammte aus Kyrene in Nordafrika, das der Schule auch den Namen gab. Geografisch entspricht es dem heutigen Libyen. Aristipp ging nach Athen, um sich den sokratischen Kreisen anzuschließen. Seine Philosophie gab er auch an seine Tochter Arete weiter und diese wiederum an ihren Sohn, den jüngeren Aristipp, der so den Beinamen der Mutterschüler erhielt. Auch Theodoros mit dem Beinamen der Atheist und seine Schüler Bio und Euemerus müssen als Vertreter der hedonistischen Schule genannt werden, sowie später auch Hegesias. Dieser predigte auf derselben geistigen Grundlage einen aufgeklärten Pessimismus, weil er die Eudaimonie für unerreichbar hielt. Er schrieb ein Buch »Der Selbstmörder durch Nahrungsverzicht« und erhielt in Alexandrien Vorlesungsverbot für diese Selbstmordpropaganda.